Hallo ihr Lieben, hier ist die Kiria. Ich bin Coach für Frauen und Human Design Guide und Projektorin im Human Design System. Und wir gehen heute der spannenden Frage nach, wie viel muss ich arbeiten, um ein guter Projektor zu sein? Und wenn du dich schon ein bisschen mit Human Design auskennst, dann erkennst du vielleicht den Scherz in dieser Frage. Oder vielleicht auch nicht, das ist auch in Ordnung. Ich habe vor 2 Tagen einen Post geteilt, damit du den Zusammenhang verstehst, wieso ich sowas anspreche hier, wo ich von einem wunderschönen Human Design Life Coaching erzählt habe und unter anderem so als Nebensatz scherzhaft gesagt habe, weil dieses Live-Reading dauerte 4 Stunden. Da habe ich gesagt, das passt ja genau, weil man sagt ja, der Projektor soll nicht mehr als 4 Stunden arbeiten. Und habe da so ein Haha-Lach-Smiley dahinter gemacht. Und für mich war das nur so eine lustige Anmerkung, weil ich das auch schon mal irgendwo gehört hatte, dass Leute das sagen. Ich wusste nicht mehr genau, wer das sagt. Ich habe tatsächlich überlegt, ob das der Begründer von Human Design mal irgendwo gesagt hat, Ra Uruhu heißt der. Und habe versucht, das zu recherchieren. Woher kommt das eigentlich? Wo habe ich denn das schon mal gehört? Und habe festgestellt, ich kann das nicht wirklich eruieren, wer das gesagt hat. Ich habe das auf verschiedenen Webseiten gefunden, dass Leute das sagen, aber es stammt sicher nicht von Ra Uruhu. Und es gibt auch keine genaue Zeitangabe, wie viel du arbeiten solltest. Das Schöne am Human Design System ist ja, dass es dir eben nicht irgendwelche Regeln vorgibt. Du musst genau dies und das machen und so viel. Das gibt es nicht. Ja? Human Design nennt sich ja auch die Wissenschaft der Differenzierung. Und es geht darum, genau für dich rauszufinden, was für dich stimmt. Und wenn da eins so der wichtigsten Grundsätze ist immer das S&A, Strategie und Autorität. Vertraue deiner Strategie und deiner Autorität. Und das ist für mich auch ein großes Geschenk, was Human Design bringt, dir beizubringen oder Wege zu zeigen, wie du zu deiner persönlichen, klaren Entscheidungsfindung kommen kannst, nach den inneren Autoritäten, die es da gibt, und deiner Strategie als Energietyp zu folgen. Und einer dieser 4 Hauptenergietypen ist eben der Projektor. Und darum geht es heute. Und da ich das selber auch bin, kenne ich den ganz gut. Und wer für sich herausfindet, dass er Projektor ist, kommt immer auch mit diesen Themen von eben, wie viel Arbeit ist denn gut und mache ich vielleicht zu viel und wie kann ich das überhaupt hinkriegen? Weil es wird immer gesagt, du brauchst eine Einladung, du musst erkannt werden, du musst gesehen werden. Und spannend ist für mich oft, dass ich bin in vielen Projektorengruppen auch drin, internationalen, und so in den Extremen, in den Gegensätzen ist es oft entweder Leute, die verteidigen, dass sie sehr wohl auch sehr viel arbeiten können und mindestens so gut sind, sage ich mal, wie die Generatoren und auch ganz viel bewerkstelligt kriegen. Und das hat für mich auch damit zu tun, dass wir unseren Wert oftmals in dieser Gesellschaft, das ist einfach eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft, darüber definieren, wie viel kann ich leisten. Ja? Und das ist aber nicht die Arbeit des Projektors. Ja? Ich habe ein schönes, kleines Zitat vom Ra gefunden, Ra Uruhu, was in die Richtung geht, wo er gesagt hat, es gibt nichts Gefährlicheres für Projektoren, als erschöpft zu sein. Ihr seid nicht hier, um zu arbeiten. Das seid ihr nicht. Ihr seid hier, um zu denken. Ihr seid hier, um zu sehen. Hier, um eine äußere Autorität auszudrücken, die Orientierung gibt. Orientierung für andere. Ihr seid hier, um Energie zu organisieren. Ihr seid hier, um Energie zu lenken. Ihr seid hier, um dafür belohnt zu werden. Ihr seid nicht hier, um die Arbeiter zu sein. Das seid ihr nicht. Und dann ist immer wieder die Frage, was ist denn Arbeit? Ja? Also, das Schwierige, glaube ich, für Projektoren ist oft, dass wir eben ein nicht definiertes Sakralzentrum haben. Ein offenes Sakralzentrum oder vielleicht auch nur einzelne Hanging Gates, da hängende Tore. Und wir haben keinen kontinuierlichen Zugriff auf Energie. Wir haben nicht diesen starken Motor. Wir können andere Motoren haben. Ich bin auch so ein sogenannter Energieprojektor, weil ich noch 2 Motoren habe. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ich mehr Energie zur Verfügung habe. Wir haben durchaus auch Energie, sonst würden wir wahrscheinlich in uns zusammenbröseln. Jede Zelle hat Energie, aber wir haben nicht diesen kontinuierlichen Dauerzugriff auf diesen Generatorantrieb in uns. Ja? Und das kann uns schon mal auch schneller erschöpft machen. Vor allem natürlich, wenn wir einer Arbeit oder Dingen nachgehen, zu denen wir vielleicht nicht eingeladen wurden, sondern die wir einfach inkorrekt begonnen haben, ja, die eigentlich nicht stimmig sind für uns, wo wir meinen, wir müssten was leisten, was tun, was uns aber eigentlich gar nicht entspricht. Dann kann es sein, dass uns das ausbricht. Ausbrennt. Aber jeder Typ kann sich ausbrennen. Ja, man hört auch oft, dass man sagt, die Projektoren sind am anfälligsten für Burnout. Und da ist sicher auch was dran. Also ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, wo ich sehr oft über meine Grenzen gegangen bin. Und diese
Sogenannten Nicht-Energietypen, da gehören auch noch die Manifestoren, die Reflektoren dazu, die nicht dieses definierte Sakral haben, diese sakrale Motorenergie. Der Schatten vom offenen Sakral ist, dass du nicht weißt, wann genug ist. Und das ist, glaube ich, oft das Problem mit Projektoren, dass sie leisten wollen, weil sie wollen auch ein tüchtiges Mitglied der Gesellschaft sein, dass sie den Platz hat, ja, und sind natürlich konditioniert in der Regel von ihrer Familie auch. Ich bin in meiner Familie war niemand Projektor, ja, das sind alles Generatoren und MGs gewesen. Und so bin ich sehr damit aufgewachsen, ich bin was wert, wenn ich was leiste. Nicht, dass mir das jemand so wortwörtlich gesagt hätte, aber das habe ich so quasi in den Ausdünstungen so mitgekriegt. Das, was man heute oft denkt auch. Und dass meine Fähigkeiten ganz woanders liegen könnten und nicht so die typische Schafferin zu sein, das hat lang gebraucht, das rauszufinden. Das ist zwar in meiner schamanischen Arbeit auch schon immer wieder aufgetaucht, aber es ist mir so richtig bewusst geworden, warum das so ist und warum ich mich da manchmal so anders fühle oder auch ausgelaugt fühle, als ich mit dem Human Design in Verbindung kam und gemerkt habe, ja, ich bin eine Projektorin. Und wenn du Projektor bist, gucke, was für dich wirklich stimmig ist, was sich, wenn du zum Beispiel emotionale Autorität hast, was sich gut anfühlt. Wurdest du wirklich eingeladen? Wurdest du in diesen Job eingeladen? Wurdest du in die Beziehung eingeladen? In das, was du da ganz viel machst in deinem Leben? Wirst du gesehen, als wer du bist? Ja? Kriegst du diese Recognition, die Anerkennung? Das heißt nicht, dass jemand dich hätschelt und sagt, oh, du bist so toll. Ja? Das ist nicht Recognition, das ist nicht dieses gesehen werden, ja? Sondern dass jemand dich für deine definierten Zentren sieht, für das, was dich ausmacht, wo du einen Energiezugriff hast, ja? Das, was du ausstrahlst und nicht etwas auf dich projiziert, was du vielleicht gar nicht bist. Ja? Und da auch zu schauen, erkennst du deine Grenzen? Also vorsichtig bin ich zum Beispiel auch immer, wenn Projektoren, die noch sehr jung sind, mir sagen, das geht aber super für mich, ich kann total viel arbeiten und das funktioniert. Ja, dann denke ich immer so innerlich, und ich meine das nicht gemein, ja, so, lass uns in 20 Jahren nochmal sprechen, wenn du das schon 20 Jahre lang vielleicht machst und Kinder gekriegt hast, und dann gucken wir mal, wie es dir dann geht. Ich hoffe, dass du in der Zwischenzeit auf deine Autorität und deine Strategie achtest, so dass du nicht ausbrennst. Ne? Weil wenn ich Jahre zurückgucke, bin oft über meine Grenzen gegangen und ich habe oft nicht gemerkt, wo die Grenze ist, bis hier zum Umfallen, das Arbeiten bis zum Umfallen, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Und da ist es gut, als Projektor wirklich aufzupassen. Also es gibt keine Zeit, die man sagen kann, wie lange du arbeiten solltest, natürlich. Das kann sein, dass du Sprints machst, dass du in Schüben arbeitest, ja. Aber auch da musst du aufpassen. Ich habe zum Beispiel 2016 zwei Online-Kongresse gemacht und ich habe gearbeitet wie ein Stier. Ich bin auch Stier als Sternzeichen, ja. Und ich habe das super gemacht und danach war ich fix und alle. Für Monate, ja. Ich habe nicht auf meine Grenze geachtet. Ich war so begeistert und so in meinem Ding drin. Und es war auch toll für mich, aber es hat mich auch ausgelaugt. Ich habe lang gebraucht, um mich davon wieder zu erholen. Und ja, das ist super, wenn du das vielleicht irgendwie dir ersparen kannst. Also es kommt auf viele Faktoren an. Es kommt auf dein gesamtes Chart an, nicht nur auf deinen Energietyp. Ja? Und das Wichtigste ist, wirst du gesehen in der Arbeit, die du tust? Ja? Macht dir das Spaß? Hast du eher das Gefühl, es gibt dir Energie? Erkennst du deine Grenzen? Und erwartet man von dir, dass du das kontinuierlich und jeden Tag so machst? Oder kannst du das selber auch einteilen? Wann nimmst du dir Pausen? Ja, Pausen sind einfach wichtig. Und auf deinen Körper zu achten. Wann brauchst du vielleicht auch wieder Zeit für dich alleine, um dich zu regenerieren? Ja? Genau, also da sind da sehr viele Erwartungen an dich oder kannst du das auch mitgestalten? Und wie geht's dir dabei? Wie geht's dir währenddessen und wie geht's dir danach? Und wirklich etwas zu finden, auch was dich erfüllt, was dir Spaß macht und trotzdem braucht es Grenzen. Also, die Frage am Anfang war natürlich eine Witzfrage. Du bist ein guter Projektor, einfach indem du bist, ja, indem du dein Sein lebst und auf die richtigen, korrekten Einladungen wartest, andere zu führen mit deiner inneren Weisheit, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gaben. Alles Liebe für dich und ich freue mich gerne über deine Gedanken, deine Kommentare, auch eure Fragen. Die inspirieren mich immer sehr und verleiten mich dazu, neue Videos zu machen. Bis bald.